Jalen, morgen Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04. Für dich ein besonderes Spiel, war so dein großer Jugendverein. Ist für dich ein besonderes Spiel? Ja, ist auf jeden Fall sehr besonders. Ist ja meine Heimat irgendwo. Ich habe da die meiste Zeit in meinem Fußballerleben verbracht. Deswegen wird es für mich sehr besonders. Was für ein Spiel erwartest du Ingolstadt auch gegen Essen jetzt gerade 2-1 gut gewonnen? Was für eine Partie erwartest du insgesamt? Ja, die sind auf jeden Fall sehr eingespielt und auch gut in Form. Aber ich denke, es wird ein sehr ausgeglichenes Spiel und ich denke, wir stehen beide eigentlich ziemlich gut in letzter Zeit hinten. Klar, wir kassieren ab und zu auch mal doofe Gegentore, aber wir arbeiten dran und es wird ein sehr ausgeglichenes Spiel und der die meisten Tore schießt, wird gewinnen. Insgesamt im Moment wie in einer leichten Formkrise, muss man ja wirklich auch so ansprechen. Trotzdem, bei dir persönlich hat man das Gefühl, gerade auch eine ordentliche Phase. Wie siehst du selbst deine Entwicklung jetzt in den gut 4 Monaten hier beim Waldhof? Ja, von der Spielzeit kann ich mich nicht beklagen. Ich bin in den letzten Wochen spiele ich ja relativ viel. Ich würde mir eigentlich selber noch wünschen, mehr Tore, mehr Vorlagen zu machen und der Mannschaft vielleicht in der Situation mehr zu helfen. Daran arbeite ich jede Woche und jeden Tag im Training. Deswegen hoffe ich, dass in die Richtung auf jeden Fall noch besser wird. Du hast gerade das Training angesprochen. Worauf lag diese Woche ein bisschen der Fokus im Training, deiner Meinung nach? Konterspiel, ja, den Konter besser auszuspielen. Ich glaube, ich und Kelvin, auch mit Kenny hatten, glaube ich, letztes Spiel auch viele Situationen, wo wir 3 gegen 3 auf die Kette zulaufen und es nicht gut ausgespielt haben. Und ich glaube, da war der Hauptfokus drauf. Ein anderer Fokus, diese Saison sind ja auch Standardsituationen. Offensiv war mit einem nicht so ganz gefährlich. Würdest du auch sagen, das ist so ein Punkt, an dem man sich weiter verbessern muss diese Saison? Ja, auf jeden Fall. Wir haben gute Kopfballspieler. Die müssen wir auf jeden Fall mehr füttern und daran arbeiten wir auch Woche für Woche. Jetzt, wo es nicht so gerade läuft, haben wir im Dezember noch 3 Heimspiele und das Auswärtsspiel in Sandhausen. Wie wichtig kann es auch sein, dass man die Fans einfach hinter sich stehen hat? Ja, also ich habe immer das Gefühl, dass die Fans irgendwo hinter uns stehen. Klar sind sie unzufrieden, wenn wir verlieren, aber wie man sieht, sind sie ja Woche für Woche jedes Mal da und feuern uns an. Aber wir müssen jetzt halt den Bock umstoßen und halt auch mal Spiele gewinnen. Jalen, dann wünschen wir ganz, ganz viel Erfolg und dann hoffentlich morgen wieder mit 3 Punkten. Danke.